Moin, herzlich willkommen zurück zur Dienstagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map Version 1.6 ohne Gräben. Wir sind am Seen. Ich habe hier blöde Cosplay-Einstellungen, glaube ich, gemacht für dieses Gespann. Und daher gibt es hier im Moment viel manuelle Arbeit. Ich muss hier oft eingreifen, damit hier die Aussaat vernünftig funktioniert. Ja, das ist aber mein Fehler. Ich beschwere mich da gar nicht. Ich habe einen abgespeicherten Kurs genommen und ja, der ist, glaube ich, nicht so optimal hier für den Fan mit der Zwillingsbereifung und mit der Amazone Condor hinten dran. Das ist, ja, suboptimal, sagen wir es jetzt mal so. Nein, wir gucken mal, dass das hier mit dem Aussehen funktioniert. Ich begleite das hier jetzt mal eben ein bisschen. Und dann kümmern wir uns auch tatsächlich endlich wieder um die Produktion. Dass da ein bisschen was passiert. Dass da weitergearbeitet werden kann. Ja, gut, das funktioniert hier. Übernehmen jetzt schon mal direkt, weil ich weiß, dass hier die Wände nicht funktionieren würde. Und ziehe dann hier auch gleich die Versäumnisse nach von den letzten Fahrten. Aber hier in der Ecke geht's. Da vorne müsste ich eigentlich nachher nochmal eben bei. Hier wollte ich ja gar nicht hin. War ja eine Kurve zu früh. So, hier wollte ich ja hin. War eine Bahn zu weit außen. Das habe ich ja gar nicht gewollt. Ich wollte ja hierbei. Gleich leer. Ich muss gleich den Überladewagen dazu holen. Wobei komischerweise diese Kurve macht da. So, dann schauen wir mal, wo wir denn den Überladewagen haben. Der noch am Hof steht. Okay, der fährt. Leute, wie ist das eigentlich jetzt? Bei der nächsten Ernte werde ich ja hier die Strohablage ausschalten und werde so arbeiten, dass ich das Stroh dann mit Untergrubber, muss ich dann noch düngen oder ist das Feld dann schon gedüngt? Das müsste dann doch schon gedüngt sein, oder? Wo auch immer er jetzt lang fährt. Jetzt mal ein und fülle ihn erstmal auf. Ist ja eh leer. Okay. Und
Okay. Oder nicht gefressen. Und auffüllen, bitteschön. Liebherr im Sonderangebot. Na, dann muss ich da ja gleich mal gucken. Ich habe noch keinen Fahrer eingestellt, aber macht ja nichts. So. Da vorne hakt er dann gleich eh wieder. Vielleicht hätte ich das mit den Zwillingsbereitung sein lassen sollen. Dann fahren wir. Ne, hier können wir erstmal raus und hier ein bisschen Ordnung schaffen. Genau richtig gekommen. So, dann fahr mal. Und zeig mal, dass du es besser kannst. Was einfallen lassen, das besser machen kann. Voll praktisch, ich brauche da nur stehen bleiben und kann das hier direkt abkippen. Thank you.
So, da schauen wir jetzt mal, wie voll wir den jetzt noch kriegen. Beziehungsweise wie leer. Ich glaube, viel kann ich hier nicht mehr abkippen. Mal sehen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Wir haben hier aber eben ja noch viel mehr andere Produktionen, die auch noch bedient werden wollen. Ja, was auch immer das jetzt gerade war. So, hier läuft die Produktion dann weiter. Und hier hinten läuft die Produktion dann auch gleich weiter, wobei wir das dann auch schon fast zur Ketchup-Fabrik bringen können. Wenn es denn voll ist. Aber es ist es ja noch nicht. Gut, der ist fertig. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Wir bringen jetzt Paletten zur Käserei. Nein, stimmt nicht. Wir gucken erstmal eben, dass er hier wieder nicht mehr immer im Kreis fährt. Das ist mit viel Eingriff verbunden, dieses Feld. So, Feld 4 läuft ganz gut. Der ist jetzt gleich wieder leer. Den müssen wir auffüllen. Und wir nähern uns auch schon jetzt wieder hier stark dem Ende.
gar nicht. Ja, ich weiß. Weil die Bahn haben wir ja schon. Die ist ja doppelt. Im Prinzip. Ich will hier mal einmal sauber machen. Das gefällt mir hier nicht. Einmal hier durch. Ja, mir ist auch bewusst, was ich falsch gemacht habe mit dem Kurs, den ich übernommen habe. Ich hätte einen neuen Kurs berechnen sollen, dann wäre das hier alles entspannter gewesen. Habe ich aber nicht gemacht. Beschwer mich auch gar nicht. Meine eigene Doofheit. Denn jetzt eigentlich? Hier auf dem Kurs müsste ich jetzt sein. So. Und wir kümmern uns dann gleich mal hier um den Xerion, der wieder leer ist. Ja, klar, logisch. Ja, mit Glück ist es das letzte Mal auffüllen. Mit Glück. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Kommentar, Like, Abo, freut mich tierisch. Ja, kommt mich auch bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage. Auf meiner Homepage habt ihr dann auch die Möglichkeit, euch warum funktioniert das jetzt wieder nicht? Habt ihr auch die Möglichkeit, euch für einen Multiplayer-Livestream mal zu bewerben, in Anführungsstrichen. Da gibt es ein Formular, was ihr dann ausfüllen müsstet. Und dann kann das sein, dass ihr dann nächstes Mal beim Livestream mitmachen könnt. Also ich werde wohl nächstes Wochenende wird es mindestens einen, vielleicht auch zwei oder drei Livestreams geben. Und da hättet ihr die Chance dabei zu sein. Und wenn das funktioniert in dem Livestream und das Spaß macht und wir uns alle verstehen, dann besteht tatsächlich die Chance, regelmäßig an den Livestreams, die ja unregelmäßig stattfinden, aber wenn sie denn stattfinden, besteht dann die Chance, da mal mit bei zu sein, beziehungsweise darüber informiert zu werden. Guckt euch das Formular an, wenn ihr Bock habt, füllt's aus und vielleicht seid ihr dann dabei. In diesem Sinne, sag ich mal, ciao!